So. Und grün habe ich auch. Nee, grün habe ich nicht. Gelb habe ich. Was soll denn grün sein? Grün wie die Wiese. Hallo, du bleibst aber. Wie du bleibst aber. Wo soll ich denn hin? Ja, wir haben das verstanden. Ich glaube, die macht einfach 400 Stück. 400 Viertel Vater Unser macht die. Muss leider kochen. Ach so, die feine Dame geht. Hä? Wieso ist denn hier weiß? Ich hab gelb. Nee, warte. Ja, dann stelle ich halt gelb auf. Das ist falsch. Und was machen wir jetzt? Muss ich das entfärben? Ja, Knall bei Neid, das glaube ich. Ja. Hä? Aber wieso ist denn bei dem Gelben nicht gelb? Das muss doch so sein. Das verstehe ich gerade nicht. Dann gehen wir mal in den Grünen halt. Aber das macht ja gar keinen Sinn. Ja, ist ja gut. Ich hab's verstanden. Das ist eine ganz schöne Nervkröte. Oh gut, dann gehen wir mal in Grün. Keine Ahnung, was das soll. Götterspeise hier. Wackel hier, also Dingsbums. Waldmeister. Was? Ich gehe mal rechts, rechts, ne? Es hat sich bewährt über die Zeit. Aha. Guten Tag, hallo. Ich stelle das mal hier mal eben auf, ja? Nur mal testweise. Ja, habe ich mir schon gedacht, das hat nicht geklappt. Hä? Hä? Aber gelb muss doch in gelb. Aber das Gemälde hängt falsch. Das ist doch schon wieder irgendein Scheißrätsel. Oh, warum denn? Ja, dann weiß ich auch nicht. Dann reisen wir nochmal in das andere Jahr. Vielleicht ist es da besser. Hallo Sarah, einen wunderbaren guten Abend wünsche ich dir. Schön, dass du da bist. Wie geht es Ihnen? Wobei, ich könnte ja jetzt hier auch nochmal in den Glockenturm, ne? Warte mal. Nee, das ist falsch. Ach, das war ja zu. Scheiße, stimmt. Ja, dann weiß ich jetzt auch nicht. Dann reisen wir mal zurück in die andere Sache. Weil wird ja immer verändert, ne? Jedes Jahr. Jedes Jahr. Einfach immer Update. Einfach, Mann, jedes Jahr. Ich sag schon mal gute Nacht. Der Kleine kränkelt. Heute war Impftag. Habt noch einen schönen Abend. Oh, ja. Ich wünsche dir einen wunderbaren Abend, mein Lieber. Und gute Besserung. Kümmer dich gut drum. Bis morgen oder bis die Tage. Wir gehen mal nach 1987.
Warum wird das immer so übertrieben? Es reicht doch, wir wissen es ja. Ist ja gut. Junge, Junge, Junge. Alter. Was stimmt denn hier mit denen? Was ist denn das? Ja, ich würde sagen, die Beichte ist vorbei. So, blau, gelb. Ich gehe jetzt nochmal in gelb. In der Hoffnung, dass wir jetzt die gelbe Kerze hier aufstellen können. Ich habe sonst keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, okay. Ich hoffe nicht, dass wir die Kerzen jetzt auch für jede Zeitepoche brauchen. Sonst haben wir nämlich ein Problem. Gut. Weil ich kann die auch gar nicht mehr mitnehmen. Oder gibt's in jedem Dingen auch immer neue Kerzen? Nee, ne? Nö. Da gibt es jetzt hier auch drei Kerzen. Das macht ja keinen Sinn, ne? Und wieso ist halt hier alles grün? Und wo ist das I von Madison? So. Ich reise jetzt nochmal zurück. Ich habe keine Ahnung, ob wir alles richtig gemacht haben. Erstmal gehe ich nochmal hier zur... Alter, übertreib halt. So, und sie betet einfach immer noch. Ich glaube, sie ist während dem Beten ist sie einfach an Altersschwäche gestorben auch. Ach, guck mal, jetzt liegt hier ein Zettel. Oh. Ja, dann wissen wir ja schon mal, wo er ist. Hier. Kann ich nochmal mit dir reden? Nein. Aha, hier ist er also. Ist jetzt hier offen? Ach du Scheiße, was ist das denn? Da ist noch eine Kerze. Gib sie mir. Ui, 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 ui. Ach komm, jetzt erzähl mir nicht. Oh, eine grüne. Hm. Eine grüne Kerze. Mhm. Schön. Da freue ich mich aber. My hand. What the fuck was that? I gotta get out of this place. Ja, finde ich auch. Wir gehen. Tschüss. Halt's Maul! Ich will... Wo gehen wir denn hin? Also wir haben eine grüne Kerze bekommen und 1987 ist alles grün. Das muss ja irgendwie zusammenhängen.
Weil hier sind die Fenster jetzt alle grün und nicht mehr gelb. Das hat doch was zu sagen, oder? Junge, 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 ey. Das ist eine dreckige Scheiße alles. Was ist das denn? Ah, die Heilige Bibel. The Holy Bible. Jetzt. Da das ja weiß ergibt, grün und grün, stelle ich da die Sache hier hin. The color of angels. Gut. Oh, die Glocken klingeln. The bell. Schön. Ja, dann wollen wir wohl mal zum Gottesdienst, was? Hm. Oh! Ich gehe mal lieber nicht da drunter her. Ging der da eben auch schon? Warte mal, ist diese Tür jetzt vielleicht offen? Nee. Ist auch besser so. Gut, du hängst da noch ein Ründchen. Wenn was ist, sag Bescheid. Aha, wir müssen wohl das I finden. Ich kann das ja einfach mit dem Hammer hier reindrücken. Junge, Junge, Junge. Ja. Und was habt ihr heute noch so vor? Oh, ein Schlüssel. Toll. Endlich können wir verschlossene Türen öffnen. Da freue ich mich aber. Also entweder ist er jetzt für die Tür hinten oder da, wo die Troller betet, für den anderen Flügel. Wir werden es herausfinden. Ja, schmeiß weg. Okay, dann ist es wohl. Oh, dann müssen wir schon. Aber der wollte doch da weg. Jetzt müssen wir doch wieder dahin. Hm.
Nach diesem Spiel werde ich übrigens erstmal eine Woche Streamurlaub machen. Oder zwei oder drei. Hä? Wir können es gar nicht benutzen. Ja, wofür ist der denn dann? Oh, warte mal, steht da was drauf? Was steht da? Confession. Ja. Confessionary. Ja, das ist hier Confessionary. Hallo. Mach auf. Mach hoch die Tür. Die Tor macht weit. Hier kommt der Herr der Herrlichkeit. Ich habe den Schlüssel dabei, Juchai. Mach hoch die Tür. Die Tor macht weit. Oder wir müssen zurück nach 2022. Das kann natürlich auch sein, ne? Ja, tschüss. Was ist das für eine abgefuckte Scheiße? Ich geh hier weg. Wieder hier. Da wollte ich ja sowieso gerade hin. Das ist doch schön. Was das war? Das war meine Mutter, weil ich mein Zimmer nie aufgeräumt habe. Junge, Junge, Junge. Ich geh doch da jetzt nicht nochmal hin. Tickt ihr noch sauber oder was? Ach so, das ist der Schlüssel zum Beichtstuhl. Dann sollte ich vielleicht da mal rein. Ja, aber konnte ich ja gar nicht. Und hier gibt's den Beichtstuhl ja nicht mehr. Und bei dem anderen wartet der Jimmy. Oh Mann, ich will nicht wieder nach 1956 oder 57 oder was das war. Das ist voll die Scheiße, ey. Das ist der Drecks 51. Von mir aus auch das. Mir egal, mein Ohr juckt. Und wir haben in 19:58 Uhr auch noch. Das ist ein Zeichen. Ja, weil es so schön war, komme ich nochmal zu dir zurück. Freust du dich? Gut, ne? Asshole, Motherfucker. Verpiss dich. Was ist hier? Hans Göring? Hans Göring. Oh. Oh. Oh, wir nehmen mal das I. Und das spendieren wir der Madison, okay? Mann, verpiss dich, du dummer, verfickter Hurenbock! Nein! Ich bitte...
meine Ausdrucksweise zu entschuldigen. Ich habe ungefähr 40 Liter Schweiß schon verloren. Mal kurz was Fröhliches an. Ich bin himmelblau. Laura, ich sag dir mal eins, ne, du freches Stück. Das nächste Spiel dieser Art, da wirst du hier neben mir sitzen. Und dann wollen wir mal sehen, wer hier noch so Kommentare von sich gibt. Dann spielst du mal hier im Stream live. Und dann wandert mal ab und zu vielleicht mal meine Hand bei dir so auf die Schulter oder so. Und dann gucken wir mal. So, jetzt kracht der Sarg doch runter, oder? Madison Hill. So, hier, hab ich dir Nazi-I vom Herrn Göring besorgt. Freust du dich? Ja, war ja klar, dass der jetzt runterkracht. Da ist nicht viel von übrig geblieben von der Madison, würde ich sagen. Mensch, Madison, du hast nur aus 3 Knochen bestanden. Das tut mir irgendwie leid. Junge, ey. So, können wir jetzt gehen? Ich habe alles gemacht, was von mir verlangt wurde. Oder ist jetzt da hinten die Tür aufgegangen? Das hat so geknarzt. Nein, ist zu. Gut, da wollen wir auch gar nicht rein. Wir gehen wieder. Nicht, dass die Madison jetzt hier erscheint. Tschüss, Madison. Schreibst du eine Karte, ne? Dieser blöde Jimmy Blue Ochsenknecht, ey. So, können wir jetzt gehen? Ich habe das Rätsel gelöst. Ich habe der Madison ihr I wiedergegeben. Das reicht ja wohl. Jetzt können wir gehen. Ist die fröhlich. Jetzt kann die in Ruhe schimmeln. Gut? Gut. Mich dünkt, das war's wohl noch nicht. Das ist natürlich schade. Oh. Die Kathedrale von St. Jupiter schließt endlich ihre Pforten. Nach Jahren der Vernachlässigung und einem Mangel an Leuten, die sich um die Institution kümmern wollten, hat die Regierung entschieden, ihre Dienste einzustellen. Gemäß den Aussagen der ansässigen Bevölkerung befand sich die Kathedrale von St. Jupiter in einem völlig desolaten Zustand und die Ansage der Regierung ist nicht viel mehr als ein politisches Manöver vor den Wahlen im nächsten Monat. Es ist wichtig, sich die traurige Liste an Vorfällen ins Gedächtnis zu rufen, die mit ihr in Verbindung stehen. Die wichtigsten wären 1947 bis 1949 der Tod von 13 Arbeitern bei der Errichtung der Kathedrale. Das hat ja schon toll angefangen, nicht wahr? 1951 das Geständnis von Nancy Göring. Im Jahr 1951 die von Priester Louis III. Persönlich an die Polizei übergeben wurde. Das haben wir gerade mit ihr geklärt. 1987 die höchst umstrittene Totenwache. Oh, für die Serienmörderin Madison Hale. In 1987. Haben wir, glaube ich, auch gelöst. 1992. Der Amoklauf. Im Jahr 1992, in dem 10 Kinder und 5 Erwachsene auf tragische Weise verstorben sind. Schade. 1995. Der Selbstmord von Vater George
In 1995. Und 2015 die Kathedrale von Schleswig-Holstein. Okay, wir haben es gelesen. Dann können wir ja jetzt gehen, ne? Richtig? Gut. Wo muss ich hin? Wo ist der Ausgang? Hallo? Ich möchte hier raus. Bitte schön, hallo. Wo ist denn die Tür? Gut, wir haben vielleicht doch noch nicht alles erledigt. Aber warum? Das ist doch blöd. Wir haben doch alles erledigt. Was soll ich denn noch machen? Ich werde auf jeden Fall nicht mehr zurück nach 1951 gehen. Das könnt ihr schon vergessen. Da kommen nämlich wieder hier... Bim Bambino Boy. Ich hab doch alles gemacht! Was wollt ihr denn noch von mir? Soll ich die Knochen aufsammeln von der Madison oder was? Madison, was machen wir zwei denn jetzt? Ist doch alles gut. Ja. Okay. Madison, wo sind denn deine Knochen hin? Ach so, man kann halt hier so ein bisschen beiseite. Ach guck mal, da liegt ja was. Nee. Ach so, oh. Ja, genau. Kein Problem, wir nehmen den Schädel mit. Kein Problem. Ich nehme den mal mit, ne? Den tue ich mir mal ins Täschchen. Wo kommt denn die Tür jetzt her? Wieso ist denn da jetzt eine Tür? Dein Atmen macht's auch nicht besser.